Heute ist bei mir zu Gast Leonie Ries. Sie ist psychologische Beraterin und Kinder- und Jugendcoach. Sie hilft Eltern dabei, das Familienleben wieder etwas leichter zu gestalten und einen harmonischen Alltag zurückzugewinnen. Vielleicht kennst du das auch. Dein Kind sagt ständig Nein. Oder es will mit den Regeln verhandeln oder versucht dich ständig zu provozieren. Da fällt es dir vielleicht auch manchmal nicht so leicht, liebevoll mit deinem Kind umzugehen und selbst nicht aus der Haut zu fahren. Viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung bringt Leonie hier mit. Damit hat sie schon vielen Eltern gezeigt, was sie verändern können, um aus einem negativen Familienalltag mit Stress, Wut und Verzweiflung auszubrechen. Leonie ist selbst Mutter von 3 Kindern und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Leonie. Hallo liebe Diana, herzlich willkommen oder beziehungsweise Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und ich hier sein darf. Sehr gern. Leonie, erzähl doch mal, wenn dich jetzt jemand auf einer Gartenparty fragt, und was machst du so, was antwortest du dann? Das kommt immer so ein bisschen auch auf den Kontext dran. Manchmal, wenn ich dann doch eher, wenn das eher so ein bisschen lockerer, ein bisschen informeller ist, sage ich manchmal, Eltern kommen zu mir und sagen, mein Kind hat ein Problem. Und dann sage ich, das Problem ist meistens nicht das Kind, sondern die Person, die davor steht. Das ist natürlich nicht immer die Antwort, die ich Eltern gebe, weil im Endeffekt geht es darum, dass heutzutage einfach Familien unter ganz, ganz großen, ja, Belastungen stehen, ja. Gerade auch Mütter, die sollen im Job perfekt sein, ja, die sollen eine gute Frau, Ehefrau vielleicht sogar noch sein und dann gleichzeitig eine gute Mutter und im Haus soll auch alles blitzblank sein. Und die Kinder sind dann so quasi das Aushängeschild dafür, wo ich sagen kann, sind das gute Eltern, ist das eine gute Mutter oder eine schlechte Mutter? Und diese Forderungen, die zerren und zehren an allen Ecken und Enden. Wir können einfach nie in allen Bereichen perfekt sein und das sollen wir auch gar nicht sein. Denn was unsere Kinder brauchen, sind eben nicht die perfekten Eltern, sondern Eltern, die echt sind, Eltern, die aus ihrem Herzen heraus leben und danach nach ihren eigenen Werten und Vorstellungen leben. Und wir suchen ganz oft im Außen nach irgendwelchen Antworten. Ja, also wir möchten gerne wissen, wie gehe ich am besten mit meinem Kind um, wenn mein Kind einen Wutanfall hat, wenn mein Kind auch die Hausaufgaben nicht macht, XYZ. Und was viele Eltern nicht schauen ist, was ist mir denn wichtig und was braucht mein Kind? Und deswegen ist es nicht wichtig, im Außen nach genau diesen Vorschlägen, diesen konkreten Tipps zu suchen, sondern wirklich zurückzufinden, zu gucken, was kommt denn aus mir selber raus? Was ist mir denn wichtig? Ja, und was braucht mein Kind? Weil jede Lösung, die passt genau auf eine Familie, auf eine Mutter, einen Vater und auf ein Kind. Und man kann sich natürlich immer Inspirationen holen, aber wirklich, um langfristig mit dem Kind auch eine gute und schöne Beziehung aufzubauen, denn das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen wirklich Beziehungen, die unser Leben lang tragen. Und die Kinder brauchen genau diese Grundlage, um dann ja gesund irgendwie ins Leben zu starten und später auch wirklich glückliche, im Leben stehende Erwachsene zu werden. Ja. Und dabei begleite ich eben Eltern, zu schauen, wie finde ich denn wieder zurück zu dem, was aus mir herauskommt. Also ich nenne das ganz, ganz schön immer mein Herzweiser, also der Wegweiser in meinem Herzen, den eben nur mein persönlicher ist. Ja? Also mein persönlicher Wegweiser im Herzen, wie finde ich den und wie kann ich denn darauf hören und danach leben? Genau. Okay, super. Ja, vielen Dank dafür. Ich will es versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Ich gehe total mit dir mit. Es braucht immer die individuelle Lösung. Doch lass uns doch mal das gemeinsam, dieses Szenario etwas verdeutlichen, wie du das eben auch schon so schön angesprochen hast. Ne? Viele Eltern haben einen extrem engen, vollen Zeitplan. Ne? Da gibt's, dann kommt das Kind nach Hause, dann gibt es eine feste Zeitvorgabe für die Hausaufgaben, weil danach ist irgendwie noch Fußballverein oder irgendwelche Arztbesuche. Naja, und einkaufen und Abendessen gemacht hat dann auch noch keiner. Ja? Und jetzt sprichst du davon, zu sich selbst zu finden, zu gucken, okay, was brauche ich vielleicht auch? Aber wie schaffe ich das denn, in so einen Familienalltag, in einen vollgestopften Alltag, mehr Leichtigkeit reinzubringen?
Ja, wie du selber schon schön gesagt hast, wir müssen eben bei uns selber anfangen. Und gerade das Thema Leichtigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz schön, weil ich kann keine Leichtigkeit irgendwie nach außen herbeizaubern, wenn ich sie eigentlich nicht in mir selber fühle. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern eben bei sich selber anfangen und schauen, was brauche ich denn, um meinem Kind diese Leichtigkeit zu geben? Und ganz oft müssen wir da hinschauen, wo habe ich denn Perfektionismus? Ja? Oder wo kann ich mir dann auch vielleicht auch Dinge leichter machen oder mir Entlastung holen? Das kann auch manchmal einfach an sein, meine Ansprüche zu hinterfragen, ja. Ist es denn wirklich, also zum Beispiel, ich möchte gerne, dass meine Kinder gesund und frisch immer gekocht ernährt werden. Das heißt, dann stelle ich mich eine Stunde am Tag in die Küche und koche dieses frische, tolle, vollwertige, gesunde Essen. Die Küche muss dann aber irgendwie auch sauber gemacht werden und es muss am besten picobello alles sein. Ja, dann wie gesagt, die Arbeit, die ich ja auch noch irgendwie erledigen muss. Ich habe noch Fahrtwege und dann ja noch Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und da, wenn wir uns gucken, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Es ist einfach nicht machbar, immer in allen Bereichen diese 100% zu geben. Und sich dann zu fragen, und das ist das, was ich auch ganz gerne mit den Eltern am Anfang mache, zu schauen, welche Werte, ne? Deswegen, welche Werte sind dir denn wichtig? Und wenn ich zum Beispiel mir zu Hause das auch ausgedruckt oder aufgeschrieben liegen habe und weiß zum Beispiel, dass der Wert, zum Beispiel sowas wie Ordnung, Sauberkeit, der steht nicht an allererster Stelle, sondern an allererster Stelle steht vielleicht die Harmonie, die Fürsorge, die ich meinen Kindern zum Beispiel oder in der Familie leben möchte. Und dann fällt mir das in einzelnen Situationen leichter, dann im Prinzip die Prioritäten zu verschieben und zu sagen, okay, jetzt gerade ist jetzt vielleicht diese Hausaufgabenzeit, dass ich meinem Kind wirklich da mich dazusetze, dass ich meinem Kind Zuwendung gebe, die ist mir jetzt wichtiger, als dass jetzt diese Küche aufgeräumt ist. Die kann ich vielleicht später aufräumen. Ich kann vielleicht mit meinem Partner das besprechen, dass wir uns aufteilen. Ja, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich von außen einfach dann, ne, Unterstützung zu holen, sei es über die Familie oder Haushaltshilfe oder was auch immer dann auch die Familie natürlich für Möglichkeiten hat. Ja. Und dann, wenn ich festgestellt habe, okay, das ist das, was ich brauche, ja, um dann da wirklich auch die Ruhe zu haben und nicht im Kopf diese ganzen To-Dos, ja. Mein Stress ist ja das, was in unserem Kopf entsteht, wenn wir entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft blicken und nicht im Moment einfach sind. Und wenn wir es dann schaffen, durch unsere Werte und unsere Prioritäten im Hier und Jetzt zu sein, ja, dann ist auch in mir gleich automatisch viel mehr Leichtigkeit und da kann ich dann gucken, okay, wenn ich mich um mich gekümmert habe, jetzt habe ich auch die Chance, meinem Kind dann die Leichtigkeit zu geben, ja. Mhm. Das finde ich eine sehr gute Idee, eine sehr schöne Übung auch, ne, die man ja gerne mal einen kleinen Zettel sich nehmen kann und dann schreibe doch mal die Werte auf, die dir besonders wichtig sind. Vielleicht erstmal im ersten Schritt einfach ungefiltert alles aufschreiben, was einem einfällt und dann das Ganze in eine Prioritätenliste bringen und das, was dann weiter unten steht, dann einfach nur Schweinen weg, ist nie so wichtig. Oder eben, wie du das auch so schön sagst, dann gucken, kann man das vielleicht auslagern? Ne? Gibt es vielleicht eine Haushaltshilfe, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, jede Woche mehrmals das Klo zu putzen? Könnte auch jemand anders machen, der da Spaß dran hat. Wenn's geht, ich weiß nicht. Das finde ich eine sehr gute Übung. Doch Leonie, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel auf meiner Prioritäten-Werteliste ziemlich weit oben steht, ich will, dass mein Kind in der Schule gut mitkommt und zügig und fleißig die Hausaufgaben macht. Und jetzt habe ich da mein Kind zu Hause, was da ganz andere Pläne hat. Ja, wenn ich dann komme, du komm, wir müssen jetzt Hausaufgaben machen, sagt mir mein Kind, aber jetzt möchte ich ja viel lieber spielen und können wir das nicht später machen? Oder fängt an zu diskutieren und zu meckern. Was kann ich denn da machen, wenn ich jetzt meine Werte habe, aber mein Kind jetzt da so voll dagegen steuert? Ich glaube, als erstes solltest du dich dann oder die Person, die dann diese Frage hat, mal fragen, was ist denn wirklich mein persönlicher Wert? Ne? Weil ganz oft möchten wir unsere Werte unseren Familienmitgliedern, unseren Mitmenschen überstülpen. Ja? Und wenn mir zum Beispiel diese Schule wichtig ist, ja, und das kann ich vielleicht auch einfach runterbrechen. Und wenn mir wichtig ist, dass mein Kind in der Schule gut mitkommt, dann steckt darunter wahrscheinlich eigentlich der Wert, ich will, dass es meinem Kind gut geht, dass mein Kind glücklich ist.
Ja, weil ich vielleicht langfristig gesehen denke, wenn das Kind jetzt gut in der Schule mitkommt, dann hat es später irgendwann eine gute Zukunft. Dann kann es den Beruf wählen, den es möchte und so weiter. Und das sind Dinge, die einfach im Hier und Jetzt gerade nicht diese Relevanz haben. Und wenn ich das runterbreche und feststelle, okay, mir ist eigentlich wichtig, dass mein Kind glücklich ist, dass es meinem Kind gut geht, dann gehe ich in diese Hausaufgabensituation ja ganz anders ran. Dann habe ich nämlich den Blick von, was will ich eigentlich, auf, okay, was braucht eigentlich mein Kind jetzt gerade? Ja, immer dieses erst bei mir schauen, was brauche ich jetzt gerade, und dann schauen, okay, was braucht mein Kind, und dann dafür einen Weg zu finden. Und gerade jetzt dieses Thema mit den Hausaufgaben, da gehen Eltern ganz oft mit einer großen, ich sage, einer emotionalen Ladung eigentlich schon zu dem Kind hin. Da sind dann diese Gedanken wie, oh Gott, und das Kind soll irgendwann mal später es gut haben und dann soll es mitkommen. Und vielleicht auch eigentlich möchte ich nicht, dass die Lehrerin mir zurückspiegelt, dass ich eigentlich meinen Job nicht gut gemacht habe als Mutter, weil das Kind die Hausaufgaben nicht macht. Das spielt alles damit rein in der Situation und hat eigentlich da gar nichts zu suchen. Denn was wir herausfinden müssen ist, erstens, warum möchte das Kind die Hausaufgaben nicht machen? Ja. Und was braucht es, um die Hausaufgaben machen zu können? Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer wichtig, dass wir einen Konflikt, ja, zwischen Kind und Elternteil, dass da eigentlich die Schule nichts zu suchen hat. Denn Schule ist eigentlich eine Sache zwischen dem Kind und der Schule. Und wir als Eltern können unterstützen, wir können helfen, aber wir können diesen Konflikt nicht da wirklich reingrätschen. Und das kann ganz vielfältig sein, warum das Kind die Hausaufgaben nicht machen möchte. Ja, vielleicht braucht es erstmal einen Moment, zu Hause anzukommen, runterzukommen. Vielleicht braucht es auch erstmal die Verbindung, dass ich erstmal mit meinem Kind in die Verbindung reingehe und hey, wie geht's dir denn jetzt gerade? Was brauchst du denn jetzt? Brauchst du Entspannung? Brauchst du Spaß? Brauchst du Bewegung? Ja, und dann über diese Verbindung dann rauszufinden, so, und die Hausaufgaben, die sind jetzt auf, ja, da hat die Schule gesagt, die sind zu erledigen, brauchst du meine Unterstützung dabei? Oder möchtest du es selber machen? Und es kann auch je nach Kind, also ich habe jetzt ja sehr, sehr unterschiedliche Kinder, und es gibt, mein großes Kind hat von Anfang an alles selbstständig gemacht, also wirklich komplett von Anfang an. Bei meinem zweiten Kind sah das ganz anders aus. Und da dann zu gucken, ja, nicht zu schauen, ich muss das genau so machen, weil alle Eltern müssen das so machen. Manche Kinder, die brauchen auch den Freiraum. Und manchmal kann es auch sein, dass das Kind sich so permanent weigert und ich merke, das geht jetzt wirklich in unsere Beziehung mit rein. Ja, und das soll es eigentlich nicht sein. Und da können wir auch ja mit den Lehrern auch in Kontakt treten und sagen, so und so sieht's aus. Wir haben hier diesen Konflikt, er ist so nicht zu lösen. Und dann geht das Kind eben ohne Hausaufgaben in die Schule, ja, und dann wird dann das Kind selber lernen können, okay, wie reagiert der Lehrer, und dann kann ich selber entscheiden als Kind, möchte ich, dass es so ist, oder sorge ich dann selber dafür, dass die Hausaufgaben gemacht sind. Und wir hatten ja selber zum Beispiel auch den Fall, dass es dann tatsächlich dieses, ich will aber nicht ohne Hausaufgaben in die Schule gehen, dann zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass dann wir am nächsten Morgen dann vorm Frühstück dann die Hausaufgaben gemacht haben. Und es war völlig stressfrei in dem Moment, weil das Kind dann auch das selber entschieden hat und dann selbst auch, ja, dadurch irgendwo die Verantwortung dann auch ganz anders lernen kann, als wenn ich das immer abnehme und dann in diesen Konflikt reingehe. Ja. Ja. Ja, das gefällt mir sehr gut, was du sagst, weil da steckt ein wichtiger Faktor drin, ne? Dieses, ich muss als Elternteil, gerade bezogen auf die Hausaufgaben, erstmal bereit sein, Verantwortung abzugeben. Wenn ich die Hausaufgaben so komplett so auf meine Schultern nehme und das so als eigenen Verantwortungsbereich sehe, dann werde ich natürlich Druck ausüben, ne? Weil ich denke, oh, das muss jetzt gemacht werden, das muss geschafft werden. Und dann kommt mein Kind und sagt, nö, jetzt nicht, später vielleicht. Ja? Wenn ich aber bereit bin, Verantwortung abzugeben, dann kann mein Kind diese überhaupt erstmal die Selbstständigkeit zeigen, ne? Wie du das so schön gesagt hast, dann wurden beim Frühstück dann plötzlich die Hausaufgaben dann einfach schnell erledigt. Ja, weil das Kind eben wusste, okay, das ist meine Aufgabe. Ja. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, als du gesagt hast, was können wir machen, um unserem Kind ein bisschen mehr Kontrolle zu geben? Ne? Einfach mal zu fragen, du möchtest jetzt machen, möchtest du später machen, brauchst du meine Hilfe, soll ich dabei sitzen, soll ich weggehen? Ne? Das Kind mehr in die Verantwortung nehmen, mehr Selbstständigkeit zutrauen. Und wenn wir als Elternteil immer so der heilige Messias sind, der sich sowieso um alles kümmert, dann ist das natürlich so eine Hausaufgabe schnell negativ belastet und Mama dann gleich mit, weil die kommt ja mit der Hausaufgabe
um die Ecke. Und da dürfen wir gerne etwas von der Verantwortung abgeben. Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön, Leonie. Danke. Ein kleiner Sprung zur Mama. Jetzt kann ich ja feststellen, dass bei den Werten die Familienharmonie ja doch eigentlich wichtig ist für mich. Vielleicht sogar wichtiger als so fertig ausgefüllte Hausaufgaben. Und jetzt nehme ich mir das so fest vor. Bei den nächsten Hausaufgaben werde ich daneben sitzen und werde ganz ruhig und geduldig bleiben. Und trotzdem berichten mir viele Eltern dann wieder, wie sie schon innerlich merken, wie sie nervös werden, wie quasi ihr Geduldsfaden so fast zum Reißen dünn ist, wenn sie dann eben sehen, dass das Kind nicht schnell genug schreibt oder Fehler macht. Hast du da einen Tipp, was Eltern machen können, um hier auch wirklich innerlich ruhig zu bleiben, so wie sie sich vorgenommen haben? Ja, da ist es vielleicht wichtig, erstmal hinzuschauen, was ist es denn konkret, was diesen Geduldsfaden so dünner machen lässt. Ne? Da kann es zum einen sein, dass wir da uns schon eigentlich im Vorfeld gestresst an diesen Tisch setzen. Vielleicht denken, okay, jetzt haben wir hier, ne, wenn ich jetzt hier 10 Minuten bei den Hausaufgaben sitze, dann habe ich ja noch Zeit, was anderes zu machen. Dann habe ich in dem Moment gar nicht die Ruhe, ja, weil ich unter Zeitdruck sitze. Und so ein bisschen ähnlich wie auch beim Flugzeug, wenn diese Sauerstoffmasken runterfällen. Das Wichtigste ist, sich erstmal selber die Maske aufzusetzen und dann kann ich sie anderen aufsetzen. Und das ist ganz oft, gerade im Familienalltag, ist es eigentlich eher so, dass genau in der Situation, wo wir den Stress empfinden, das eigentlich, also nicht zu spät, aber in dem Moment, das ist nicht die Stelle, wo wir dafür sorgen, dass wir weniger gestresst sind. Also es ist wie so ein Wasserglas, wo immer wieder was reingefüllt wird. Ne, da war das Gespräch mit dem Chef, was gestresst hat. Dann war der Streit mit dem Partner. Dann kommen jetzt noch Schulaufgaben zu und drauf. Und das Glas wird immer voller und irgendwann läuft es halt über. Ja. Und wenn wir immer mit so einem Glas, was immer kurz vorm Rand voll ist, da rumlaufen, dann braucht es nicht viel, dass das Glas zum Überlaufen ist. Das heißt, wir müssen uns gerade als Eltern wirklich schauen, was ist es denn wirklich, was mir gut tut, was mir meine eigenen Batterien auflädt. Sei es, dass ich Zeit für mich alleine habe, dass ich Sport mache, dass ich mich kreativ irgendwie betätige, dass ich in der Natur Zeit verbringe, ne? Und das ist ja für jeden anders. Und wenn ich dann weiß, es gibt einfach gewisse Dinge, wie ich meine Batterien auflade, wirklich dann proaktiv zu schauen, sich die Dinge auch mal fest in den Kalender einplanen, denn ein Arzttermin, da sagen wir nicht, ah nee, da habe ich jetzt keine Zeit zu, sondern wir gehen hin, weil wir diesen Termin ausgemacht haben. Aber die Termine, die wir mit uns selbst vereinbart haben, die nehmen wir meistens gar nicht so wichtig. Aber die sind umso wichtiger. Ja, also da ist es gerade, wenn du da als Elternteil merkst, dass du immer wieder an diese Stressmomente kommst und der Geduldsfaden so dünn ist, frag dich mal, wie viel tust du wirklich für dich selbst und wie oft nimmst du dir Zeit für dich? Und da ist natürlich auch wieder jede Familie anders, ja. Und die Ressourcen sind einfach sehr, sehr knapp und unterschiedlich. Aber die Frage ist dann wirklich, an welchen Stellen kann ich mir das nehmen? Reicht es, wenn ich das mit meinem Partner abspreche? Was weiß ich, im Wechsel ist einer für die Kinder zuständig und der andere hat dann Zeit für sich und dann den nächsten Tag andersrum. Oder wir nehmen Familie mit ins Boot, Freunde. Wir verabreden vielleicht auch einfach die Kinder untereinander. Mit anderen Familien kann man auch sagen, den einen Nachmittag kümmerst du dich für beide Kinder um Hausaufgaben zum Beispiel, den anderen Tag ich und der andere hat dann jeweils an dem Nachmittag frei. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber wichtig ist, sich klar zu machen, das Problem ist nicht, dass das Kind da sitzt und diese Hausaufgaben so langsam macht, sondern das Problem ist eigentlich, dass in mir selbst diese Ruhe nicht ist, das auszuhalten. Ja. Und dann auch immer sich klar zu machen, dass wir immer, also niemals in eine Situation objektiv betrachten können. Das heißt, wenn wir sagen, das Kind macht die Hausaufgaben zu langsam, dann ist es unsere Wahrnehmung, dass es zu langsam macht. Aus Sicht des Kindes ist es genau das richtige Tempo. Nur wir haben eine andere Erwartung. Ja? Und da dann zu sagen, okay, das ist meine Erwartung. Vielleicht war die Erwartung auch nicht richtig und nicht, dass das Kind sich falsch verhalten hat in dem Moment. Ja. Und da kann es auch sein, wenn ich merke, der Geduldsfaden ist so kurz und ich sitze dann da und das Kind macht und das wird natürlich dadurch nicht schneller, wenn ich ungeduldig bin, dann kann ich auch sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt hier gerade mal einen Moment, ich muss mal durchatmen, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, ich muss mich vielleicht auch selber einfach mal ausschütteln, um dann wieder
ja, neue Kraft zu tanken. Also gerade so dieses Ausschütteln oder Wasser trinken, das hilft ganz gut, wenn wir einfach unseren Körper aktivieren, dass dann unser Geist auch automatisch es schafft, ruhiger zu werden. Ja, also das sind so ein paar kleine, ich sag mal, diese Notfalltricks. Aber das Wichtigste ist wirklich, dieses langfristige Ziel im Auge zu behalten. Mhm. Ja. Ja, sehr wichtig, ne? Sich wirklich Zeit einzuplanen im Kalender, nur für sich zu gucken, was brauche ich, was sind so meine Ruhepunkte. Und ne, nur weil wir da bei den Hausaufgaben sitzen und nichts in den Händen haben, was wir vielleicht parallel dazu machen, was uns ablenken würde, ist leider häufig immer ganz, ganz viel im Kopf drin, ne, was uns da gerade ablenkt und wo wir denken, boah, das wird jetzt aber zeitlich hier ganz schön eng. Und dann werden wir natürlich sehr schnell nervös und dann ist es kein Wunder, dass dieser Geduldsfaden schnell zum Reißen droht. Und das mit dem Wasserglas, das hat mir sehr gut gefallen, kann man sich auch direkt eins so hinstellen bei den Hausaufgaben. Ne? Und immer, wenn man so ein bisschen genervt ist, macht man was rein, dann denkt man, oh, ich muss Wasser trinken, das muss wieder leer, so dass man sich so wie so ein kleines Bild vor Augen hat und sich immer wieder daran erinnert, zur Ruhe zu kommen, sich Ruhephasen zu nehmen, auch gerne einfach mal rausnehmen, ne? Nicht die Verantwortung nur auf seinen Schultern zu haben, sondern sagen, okay, das sind deine Hausaufgaben, ich bin da, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich da, ansonsten laufe ich hier einfach rum und mache meine Sachen. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, Leonie, jetzt habe ich zwei Beispiele, zwei Fragen von Eltern, also ganz konkrete Fragen mitgebracht. Ich lese dir die erste einmal vor. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Damit mein Kind die Hausaufgaben durchzieht, muss ich immer stärkere Drohungen auffahren. Aktuell ist es die Tablet-Zeit, die am Abend gestrichen wird. Doch das allein zieht auch immer weniger und abends bettelt mein Kind dann mit seinen Rehaugen, doch etwas gucken zu dürfen. Ich habe keine Lust mehr darauf. Wie bekomme ich mein Kind dazu, dass es seine Verpflichtungen einfach nachkommt? Das ist ja sehr, sehr spannend. Da fließen jetzt ganz, ganz viele Themen eigentlich ineinander. Was hier das Beispiel sehr, sehr gut zeigt, ist eigentlich genau das, dass wenn wir mit diesen Belohnungen und Bestrafungen eigentlich arbeiten, dass die langfristig gesehen nicht Wirkung zeigen. Ja, also das ist ja ganz oft so, dass das eigentlich bei kleinen Kindern angefangen wird, ne, um dann auch Verhalten zu, ich sag mal, zu manipulieren und später dann Hausaufgaben, wo dann die Eltern das Gefühl haben, das ist die einzige Möglichkeit, mein Kind zu etwas zu bringen. Und wie wir hier in dem Beispiel so schön sehen, verliert es einfach die Wirkung. Ja, beziehungsweise ist da ja im Umkehrschluss, dass das Kind dann merkt, es hat ja dann auch eine gewisse, ich sag mal, Macht, wenn ich einfach sage, ich will dann halt noch länger und noch länger und noch länger. Und dann sind wir in diesem Teufelskreis. Und die zweite schwierige Sache, wenn wir eben mit diesen Methoden arbeiten, ist, dass es einerseits auf unsere Beziehung zu dem Kind Auswirkungen hat und auch langfristig gesehen haben solche Belohnungen oder auch Bestrafungen haben auch etwas mit dem Selbstwert des Kindes machen, langfristig gesehen. Das heißt, irgendwann merkt das Kind, ich bekomme eigentlich Aufmerksamkeit und Zuwendung nur, wenn ich mich so verhalte, wie meine Eltern es wollen. Und ich habe die Liebe und Aufmerksamkeit nicht dadurch verdient, dadurch, was ich bin, ja. Und das ist so die Problematik an dem Thema. Und in dem Fall, wenn die Mutter oder der Vater merkt, irgendwie das Kind macht die Hausaufgaben nicht und vor allen Dingen nicht dann, wenn es dann nicht diese Tablet-Zeit haben darf, da würde ich eher gucken, okay, was braucht das Kind denn stattdessen? Unabhängig davon, gerade sowas wie diese Medienzeit, da würde ich sowieso jedem Eltern immer raten, zu schauen, wie viel Zeit tut meinem Kind gut, wie viel Zeit ist einfach zu viel. Ja, es gibt vielleicht auch Zeiten, wo man sagen kann, okay, wir müssen das wirklich drastisch reduzieren. Es gibt Kinder, denen macht das scheinbar wenig aus. Also da gilt es auch so ein bisschen einfach, das Kind zu beobachten, zu merken, ist es danach irgendwie aufgedreht, ist es launisch, ne? Und dann kann es sein, dass es einfach dann zu viel ist. Und diese Zeit würde ich als Eltern festlegen. Und dann aber auch nicht erwarten, dass das Kind das erstens gut findet, ja, und zweitens dann auch immer freiwillig dafür sorgt, diese Zeiten einzuhalten, sondern das ist dann meine Verantwortung als Elternteil, dafür zu sorgen, dass das Tablet dann entweder automatisch gesperrt ist oder ich dann dafür sorge, dass das Tablet dann nur in der Zeit zur Verfügung steht, wo das Kind dann auch es darf, ja, also da dann auch nicht verwechseln, wer hier die Verantwortung eigentlich trägt, denn wir als Eltern haben darüber dann die Verantwortung, ja. Und
das ist auch wieder ganz, ganz wichtig, dieses, wenn wir uns zurückerinnern an die Werte, die ich gesagt habe. Wenn ich mir zum Beispiel sicher bin, also mir ist zum Beispiel die Fürsorge und die Gesundheit von meinem Kind sehr, sehr wichtig, ja, dann kann ich meinem Kind gegenüber auch ganz anders auftreten und sagen, ja, du möchtest jetzt gerne länger gucken, aber ich entscheide das. Und du musst es aber auch nicht gut finden und ich begleite dann auch die Gefühle, die dann da rauskommen. Ne? Wenn das Kind dann wütend ist, wenn es rumschreit, wenn es vielleicht auch sowas wie blöde Mama oder sowas sagt, dann ist es okay, dann ist es das gute Recht vom Kind, einfach das doof zu finden, weil ich es so entschieden habe. Ja? Und dann können wir schauen, was braucht denn das Kind, um die Hausaufgaben machen zu können. Ja? Es kann auch sein, dass Kinder über- oder unterfordert sind von den Aufgaben, ja, dass sie vielleicht Hilfe brauchen beim Organisieren. Vielleicht fühlen die sich auch alleingelassen. Vielleicht brauchen die einfach jemanden, der daneben dran sitzt und Verständnis hat. Und ganz oft hilft auch einfach, wenn das Kind sagt, blöde Hausaufgaben, ich mag keine Hausaufgaben machen, dem zuzuhören und sagen, ja, das ist blöd. Und das reicht dann auch schon. Wir müssen nicht immer dann das wegargumentieren. Wir müssen nicht dem Kind argumentieren, warum Hausaufgaben toll sind. Wenn das Kind die Hausaufgaben blöd findet, dann darf es die auch blöd finden. Und es darf es auch blöd finden, die machen zu müssen. Und dann können wir darüber schimpfen. Dann können wir sagen, okay, ja, ich verstehe das. Ich habe, keine Ahnung, auch Sachen mache ich nicht gerne. Und jetzt können wir uns überlegen, wie machen wir uns das denn trotzdem schön, weil die müssen erledigt werden. Ja, und das sind so ganz viele Aspekte, die da irgendwie mit reinfließen. Und da bei dieser Frage spüre ich auch ganz viel Druck, den die Mutter oder der Vater, also dieser Antwortgeber oder dieser Fragensteller hat, selbst eigentlich hat, ne? So, und da wirklich gucken, was ist es denn, was mir selber diesen Druck macht, ja? Ist es wirklich dieses Gefühl, was ich vorhin auch mal meinte, dieses, bin ich eine gute oder schlechte Mutter, wenn mein Kind die Hausaufgaben nicht hat, ja? Und gleichzeitig diese Scheu, den einfach viele haben vor Konflikten, weil Konflikte sind ganz normal. Und wenn die Kinder wütend sind und was doof finden, dann ist es nicht immer ruhig und, ne? Also das ist so dieses, ne? Die Frage war ja auch mit der Harmonie, weil Harmonie bedeutet nicht, dass alles immer im gleichen Ton ist, sondern eine Harmonie ist eine verschiedene Schwingungen. Da gibt es mal hohe Töne, tiefe Töne, es gibt laute Töne, es gibt leise Töne und die bilden dann zusammen eine Melodie. Und diese Melodie, die kann mal wild sein, aber wichtig ist, dass wir uns darauf fokussieren, dass es hier um ein Miteinander geht und nicht um dieses Gegeneinander. Ja, ja, sehr schön, danke. Und dann habe ich noch eine zweite Frage mitgebracht. Ich fühle mich fast ohnmächtig an manchen Tagen, wenn ich an die vielen To-Dos denke, die auf mich warten. Für mich ist es dann nicht leicht, mich selbst zu motivieren. Da fällt es mir dann auch schwer, meine Kinder dazu zu bekommen, es pünktlich irgendwie hinzubekommen und selber nicht die ganze Zeit zu meckern. Wie können wir uns an solchen Tagen mehr motivieren? Ja, die Frage ist dann auch erstmal, was steht wirklich auf dieser To-Do-Liste drauf? Und es gibt Tage, an denen kann ich auch einfach mal gucken, ist diese To-Do-Liste, die ich da habe, für heute wirklich schaffbar? Ja, weil meistens kommen ja auch im Laufe des Tages Dinge dazu, die gar nicht auf dieser Liste stehen. Und wenn das Kind auch unmotiviert ist und ich dann mehr Zeit brauche, um das Kind zu was zu motivieren oder wenn es Beistand braucht, ja, dann ist es Zeit, die einfach wichtig investiert ist in dem Moment und gleichzeitig nicht auf dieser To-Do-Liste steht und wir abends dann nur denken, toll, jetzt habe ich wieder diese Liste nicht geschafft. Ja. Also da als erstes mal gucken, was ist es denn wirklich wichtig und da können wir auch einfach mal priorisieren und je nachdem, was da jetzt wirklich draufsteht, zu gucken, erstens, ist es wirklich etwas, was ich heute erledigen muss, ja, und wenn nicht, am besten außer Blickwinkel und nur noch das wirklich vor Augen haben, was wirklich heute wichtig und dringend ist. Und dann können wir die To-Dos auch manchmal uns anschauen und gucken, muss es in dieser Form erledigt werden? Ja? Und vielleicht kann ich auch an dem Tag statt diesem aufwendigen, frischen, vitaminreichen, vollwertigen Essen dann auch sagen, okay, heute bestelle ich vielleicht einfach mal die Pizza. Ja? Oder heute gibt es einfach nur ein Picknick vor der Schule oder wie auch immer. Ja, also da dann zu schauen, wo kann ich denn da einfach ein bisschen selber Druck rausnehmen, was auch gleichzeitig Leichtigkeit mit reinbringt. Ja, also
Wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang, wo ich beim Abholen von Kindergarten und danach hatten wir irgendwie einen Termin und es war relativ wenig Zeit und dieses Kinder abholen, nach Hause kommen, Mittagessen, losfahren, das war so mega stressig und dann irgendwann habe ich angefangen und hatte dann wie so eine Art Picknick vorbereitet, habe die Kinder abgeholt, wir haben im Auto gegessen und waren dann am Termin und haben echt viel Zeit gehabt und es war jetzt nach außen betrachtet, war das eigentlich gar nicht viel, was ich gemacht habe, aber es hat einfach allein die Tatsache, dass ich mir selber diesen Zeitdruck rausgenommen habe, war ich sehr viel entspannter und die Kinder fanden das mega spannend, einfach mal was anders zu machen. So alles, was so ein bisschen außer dieser Reihe ist, das ist für Kinder auch immer total, hat dann automatisch so einen spielerischen Touch, was Kinder natürlich super mögen, ja. Und da haben wir dann nämlich auch gerade diesen Punkt, wie kriege ich meine Kinder motiviert, dann auch gleich mit irgendwie abgeholt. Ja, das finde ich super. Ich sage auch immer, ne, Kinder sind erlebnisorientiert und wir Erwachsene, wir sind sehr ergebnisorientiert. Ne? Wir haben so Zahlen, Daten, Fakten, bis dann muss erledigt sein und hier und das. Und wenn wir aber gucken, und das hast du ja sehr schön gemacht mit dem Essen, dann, was man einfach so essen zwischendurch kann, dann im Auto vielleicht, ne, das ist natürlich super aufregend und spannend und ein Erlebnis und schwupps hat man die Kinder im Boot und die finden das ganz großartig. Ja, sehr schön. Super. Leonie, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Die letzte Kategorie, ich stelle dir eine Frage und du darfst nur in einem einzigen Satz antworten. Hier kommt die erste Frage. Wenn Eltern in ihrem Familienalltag nur eine Sache beachten sollten, was wäre das? Also Eltern sollten den Fokus auf das Miteinander statt das Gegeneinander legen. Super. Was sollte in jedem Elternhaus sein, wenn du den magischen Zauberstab hättest? Ich glaube, was vielen, sowohl Eltern als auch Kindern fehlt, ist Mitgefühl und Verständnis füreinander und für sich selbst. Ja, das zaubern wir jetzt in jedes Elternhaus rein. Was ist dein Nummer-1-Tipp bei einem meckernden Kind? Also der Nummer-1-Tipp ist, sich klarzumachen, dass es nichts gegen mich persönlich hat. Also das Meckern hat nichts mit mir persönlich zu tun. Ja, sehr gut. Sind wir wieder ganz schnell auf der Beziehungsebene. Ne? Es läuft alles über die Beziehungsebene. Ja. Wen sollte ich auch unbedingt mal zu einem Interview einladen, weil du deren Arbeit sehr bereichernd findest? Da würde mir einfallen, die Mira von Mira und das fliegende Haus. Die hat einen wundervollen Podcast für Kinder und macht es auch selber auf Instagram sehr aktiv. Also auch Eltern können da sehr viel lernen von. Ja. Super, danke. Und welches Buch sollten deiner Meinung nach alle Eltern gelesen haben? Was ich jetzt zuletzt gelesen bzw. gehört habe, ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Es ist von Nora Imlau und heißt Bindung ohne Burnout. Das war ihr letztes Buch, ja. Packen wir in die Beschreibung mit rein. Und meine letzte Frage. Wenn du als alte, weise Frau vor einer Gruppe Kindern stehst, was wirst du ihnen erzählen? Ich würde den Kindern sagen, also jedem Einzelnen, du bist gut so, wie du bist. Du bist genau richtig, wie du bist und höre immer darauf, was dein Herz dir sagt. Sehr schön. Sehr schöne Schlussworte auch. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer eine Frage von mir. Wenn unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt denken, oh, da muss ich unbedingt noch mehr von Leonie erfahren, wo können sie dich finden? Ja, wenn die auf Instagram unterwegs sind, dann können sie mich gerne meinen Instagram-Kanal, also den schicke ich dir dann noch, also leonie.ries.familiencoach oder auch gerne meinen Podcast Klare Eltern, starke Kinder. Den gibt es auf den gängigen Plattformen zum Hören dann. Ja, so könnt ihr mich erreichen. Schön. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke für deine Zeit und die wertvollen Impulse, die du heute mit uns geteilt hast. Und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald wieder. Mach's gut, Leonie. Tschüss, danke, dass ich da sein durfte.